Moin Leute und willkommen zurück zu New World. So, wir haben ja das letzte Mal was für die Legion gemacht. Hatten dann nochmal die Legion ein bisschen zurückgehalten, bekämpft, damit die dort nicht unsere Freunde Gazi angreifen. So, und dann haben wir den Kumpel von Imhotep gefunden. Wie ist denn der jetzt überhaupt? Baha? 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 Keine Ahnung. Steht das da oben irgendwo? Nö, 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 nö. So, dann sollen wir da hinten nämlich rein. Und wir haben jetzt hier aber noch eine Nebenquest mit Quabala. Und dann bin ich mal gespannt, ob der uns da reinschickt oder auch da. Erzittere vor der glorreichen Lampe von Osiris. Früher nahm man an, die Götter würden die Sonne in dem Tempel jeden Tag neu entzünden. Der Irrglaube wurde schon vor Jahrhunderten aufgedeckt. Aber der Tempel gehört dennoch uns. Wenn nicht du, wer sonst kontrolliert das? Die uralten Anubier, Dienerkonstrukte für die Ahnen höchst selbst. Sie hindern die Menschen am Eindringen. Doch wir halfen beim Bau des Tempels. Und obwohl er nicht heilig ist, gehört der Funken von Osiris uns. Willst du, dass ich das Artefakt zurückhole? Ah, du willst also in die Fußstapfen früherer Helden treten. Dann begrüße ich deine Hilfe. Töte die Anubier und hole den Funken von Osiris vom Lampenanzünder zurück, der am Tag auf den Ruinen wandelt und sich nachts im Untergrund verbirgt. Okay, tun wir. Also da lang. Juhu. Ach du Gott, wer ist er denn da oben? So, gibt's hier auch einen Eingang? So, die Nebenquest da nehme ich jetzt aber nicht an. Wir müssen das ja hier auch nicht übertreiben, ne? Das sieht aus wie ein Eingang. So, hätte ich gewusst, dass hier welche mit dem Schild rumspielen, dann wäre ich hier doch nicht reingegangen. Achso, wir sollen jetzt töten. Zerstöre die uralten Anubier. Suche und zerstöre Lampenanzünder Anediti und erlange folgendes Rückfunken von der... von Osiris. Okay, okay, okay. Ey. Den hätte ich gar nicht machen wollen. Okay. Was ist das? Hier geht's ja um gut, sagst du? Im Gegensatz zu dir treffe ich dich. So. Wo kommt er hier auf einmal her? Hat er da eben auch schon. Und hier beginnt er jetzt diese ganze Kacke mit dieser Feuer. Mit Feuer, ne? Machen wir alle so heftigen Feuerschaden. Hä? Ich habe doch gerade noch einen Bogenschütze, oder? Ich hab mich da jetzt verhört. Da ist er doch. Hey, hey, hab vorbeigeschossen. Dich getroffen. So, jetzt haben wir schon mal 6. Okay. Und wir sollen den da hinten. Gut, gut, gut. Der hat uns Sonnenbrand gegeben. Der hat uns einfach Sonnenbrand draufgehauen. Wieder so ein hässlicher Bogenschütze her. Die wird man auch nicht los. So, jetzt hätte ich fast den nächsten angeballert. Und noch ein Bogi. Ich war rechts auch noch ein. Der lebt ja immer noch.
So, jetzt natürlich die Frage, wenn wir jetzt den Dicken hier anschießen, ob dann unten auch alles kommt. Aber ich würde sagen, so einfach mal austesten, ja. Oh, ich wollte rollen. Hallo. Später machen wir gar nicht so viel Schaden, zumal wir auch nie zum Aufhauen kommen. Alter. Jetzt lass dich doch mal ein bisschen hauen hier. Dass er denn nicht nochmal drückt, wenn man drückt. Den können wir abbauen. Nur dann machen wir das doch. Strahlender Automaton. Den haben wir es aber auch gegeben, ne? So, ich glaube jetzt halt, entweder die standen hier noch, die beiden. Oder. Da wir nicht so in dieser Ecke da waren, war das ein bisschen. Verkackt. Ja, die da hinten ziehen. Oh. Und kriegen wir jetzt hier. Was ist das? Und wir haben fast alles da. Die auch abbauen, die dürfen auch abbauen, okay. Aber oh, da kommt noch was. Der hat da auch diesen Blödsinn da gemacht. Da ist ein bisschen verwurzelt oder uns. So, dann haben wir hier eine kleine Truhe. Okay. Kinder müssen wir noch töten, ja. Ich hol erstmal den jungen Mann hier. Spring noch weg. Strahlendes Fenster. So. Das Gefühl, der gibt uns jetzt hier richtig böse. Ach, so einer da. Wir haben ihn genießt dann noch. Ja, schnell. Kaputt ist er. Funken Osiris haben wir. Nice. So, dann haben wir hier noch eine Truhe. Das ist ja nett. So ein Großschwert. Wo geht's hier noch hin? Ah, das ist wieder so ein Fliegender. Nämlich verwurzelt, so. So, aber unser Rucksack ist immer noch relativ leer, ne? Oh, was ist hier? Ach, hier kriegen wir eine Glyphe. Oh, lass mich doch einfach wieder raus. Hallo. Danke. Rein in den Schädel. So. Haben wir unsere allererste Glyphe. Dann ist hier, glaube ich, Schluss. Nee. Ich glaube, hier muss es auch noch so eine Elite-Truhe unten geben. So. Ja, jetzt kann man hier nämlich öffnen. Bin mir nur nicht sicher, ob hier auch wirklich eine Elite-Truhe drin ist. Glaube nämlich nicht. Ne, leider nur die kleinen und eine Vorratslager, okay. Oder Ahnen, Ahnen sind das ja hier. Truhe der Ahnen.
Schnack. Natürlich geht die Tür wieder zu. Warum sollte es auch anders sein? So, was sagen unsere Ortribude? Die sind okay. So, ich glaube, wir hatten aber irgendwas, glaube ich, bekommen, was man mal gucken könnte. Handschuhe könnten wir eigentlich... Nee, Feuerzündung bringt uns nichts. Weiß nicht, ob mutiger Schutz uns was bringt. So, der ermächtigte Explosivpfeil würde uns ja sogar was bringen, aber... Da haben wir, glaube ich, mit den anderen drei halt echt gute Perks drauf. So, dann geben wir jetzt das ab und dann haben wir ja noch unsere Hauptquest. So, Quabala. Ich habe schon lange niemanden mehr gesehen, der die Anubier so bekämpft hat. Der Geist der alten Helden weilt wahrhaftig in dir. Du hast den Funken dahin zurückgebracht, wohin er gehört. Danke. Dafür bin ich da. Gut. Keine neue Quest von ihr. So. Unser Zeltlager. Und dann geht das hier jetzt aber richtig rund, wa? Da mal hier die junge Dame weg. So, jetzt ist ja die Frage, ob wir hier überhaupt schon einen töten sollen. Ha, habe ich solche aber in den Schädel. Und hier Gift. Ach, ich wollte jetzt gerade links vorbeirennen, um zu gucken. Und dann da die Mission da zu starten. Getroffen. Hat die Old Bitch hat er gesagt oder was? Dem jetzt wohl nicht so gesund, wa? Ich hab eine Gerberhose bekommen. Nice. Oh. War ich nicht so ganz vorbereitet. So, hier sind wir jetzt in den Tempel, ne? Ja. Unser Mini-Kompass haben wir ja rein. So, jetzt haben wir hier auf einmal Gegner besiegen oder was? Da oben ist so ein schwerer, glaube ich, mit Schild. Wir können nicht über diese kleine Kante laufen. Und er konnte es auch nicht. Deshalb ist er da so außen rumgelaufen. Der hat ein Schild, oder? Das sieht aus wie ein Schild. Nee, das war sein Rücken. Ach, das ist doch wieder... Nee. Ich dachte, das ist wieder einer, der hier die ganze Zeit uns so stunt und... dass wir nicht zuhören können. So. Okay. Da kommt ein Gegner raus. Und wir nennen ihn Geist. So, jetzt habe ich sogar einen Kapitänsband bekommen. Schön Deko für unser Haus, das wir nicht haben. Du lass dich hauen. Der macht es. So, ah, wieder blau. Alles blau. Besiege so Ghoul, zwei noch und ein Phantom. So. Ach, hier ist ein Phantom. So, hier haben wir noch einen Ghoul, den holen wir uns noch nicht. Weil wir vorbeischossen. Wichtig ist ja nur, dass wir den Fetten eigentlich wieder
kurz hin. So, ein Ghoul brauchen wir aber noch. Die hatten wir schon und hier unten sind nur noch Geister, okay. Und der da zählt ja nicht, ne? Das ist ja doof. Hätte er doch hier am Rand, als wir langgelaufen sind, hätte er doch das schon zählen können. Weil da hinten die ersten zwei, die wir getötet hatten, das waren noch so eine... Ach hier. Wer richtig guckt, findet auch ein Ghoul. Quatsch. So. Sophos Remus, hatten wir den nicht schon mal als Geist? Ich glaube schon, ne? Achso, Feuerschuss geht noch nicht. So, besiege Sophos Remus. Und wo ist der? Das sehen? Ich glaube hier, ne? Oder ist der im Haus? Jetzt habe ich zu früh gedrückt. Immer schön alles verkackt hier. Sieht so aus, als wäre der da in dem Haus. Aber da bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es wieder ein Geist ist. Die haben in den Gebäuden keinen Punkt über den Kopf. Also so ein Missionsziel. Ich würde sagen, der steht hier irgendwo. Oder er wurde halt getötet. Können wir das hier abbauen? Nee. Das ist kein Gegner. Da auch nicht. Jetzt hier wirklich warten auf so einen Boss. Machen wir uns noch ein bisschen mit Spaß hier und töten wir ein bisschen. Levelt ja auch unsere Waffe, ne? So, weil hier ist ja. Hätte er jetzt gedacht, wenn er jetzt hier unten stand, aber die beiden, die hier drin sind, die hat er ja gesehen. Oben ist jetzt noch einer und die haben ja beide nicht so ein das Missionsziel über den Kopf. Das ist auch so ein Fernkämpfer. Hier oben haben wir nichts mehr, okay. Hä, wo rennen die denn hin? Da kämpft einer, ne? Zwei sogar. Aber ich hoffe nicht, dass die jetzt meinen Typi kaputt gemacht haben. Ich mache ja 60 Schaden, ne? Oh, ich hoffe, dass ich jetzt nicht im Haus war und die gerade hier den Boss besiegt haben. Wäre auf jeden Fall scheiße. Besiege die Bedrohung. Beseitige die Bedrohung in Rakutes. Besiege Sophos Remus. Achso, jetzt habe ich drauf geschossen und die nicht. Da ist er doch. Level 65. Ey. Kann ich natürlich ihn hier holen? Natürlich bekämpfen die den jetzt. Jetzt muss ich ja mit drauf. Der ist schon tot, ich krieg's kurz. Ich hab's sie neu gewusst. Ich dachte, die bekämpfen den oben. Und wollte mit drauf schießen, um ein bisschen Waffen-XP zu klauen, aber nö.
Dann nicht so geil. Ich hoffe, der hat jetzt keinen 6-Minuten-Timer hier. So, kann man hier auf das Zelt drauf? Jo. So, dann müssen wir nur alles wegmachen, was hier unten im Weg sein könnte. Und dann gucken wir mal. Zieht der da Akku? Nee. Macht da nicht. So, testen mal den Geist, ob der hier herkommt. Oder ob der automatisch Rückzug bekommt. Oder er unter uns wartet. Jetzt hat er Rückzug. Ich habe einfach zu spät reagiert, um auch auf den Boss drauf zu schießen. Und zu spät gesehen, dass die auf den, dass die da runterjumpen, auf den Boss gehen. Da war das Gefühl, bei diesen kleinen Dicken hatten sie mehr Probleme als der Boss. Und uns haut er jetzt gleich fast kaputt wahrscheinlich. Da sind wir ja mal gespannt, was der gleich raushaut. So, wenn wir jetzt hier mal reingucken, machen wir einfach mal alles blau, machen wir jetzt einfach ohne zu gucken kaputt. Hehe, grün auch. So. Kaputt. So, das sperren wir ja mal. Warte mal, habe ich da auf dem Amulett auch Gesundheit? Das ist ein anderes Amulett. Das hier hatten wir vorher, ne? So. Richtig schöne Ausrüstung haben wir noch nicht bekommen. So, das kann weg. Das kann weg. So, die goldenen Sachen behalten wir mal erstmal. So. Weg, 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 weg. Achso, hier, das wollten wir noch behalten, falls wir mal leveln wollen. Oh, er ist da, er ist da. Na toll, wir kriegen ihn wieder auf den Sack. Ja, obwohl das geht. Dann wieder down und brutales Beinkleid. Oh, wir haben Langschwert. Ein synkretisches Langschwert. So, verzauberter Schutz und was haben wir noch? Erfrischung. Das ist schon mal ganz cool. Also muss ich einmal gucken, dass wir nochmal umschlittern. Mal hier auf die 25er. So, hier hatten wir 110, 11, keine Ahnung. Und wieso? Machen wir so. So. So, Folge der nördlichen Straße raus aus Neurakotis. Okay. Da sind wir also hier in die Richtung. Okay. Und gleich auch nochmal. Oh, hier sitzen da wieder so viele Gegner hier. Ne? Goldtrop. Neue Hose. Ich sag's euch. Jetzt haben wir nämlich das Glück weggepackt und jetzt haben wir Glück. Und in den Schädel. So. Na, fast. Fast. So,
hier sollen wir irgendwo hin, ja. Überlebe den Hinterhalt. Was ist da? Komm hier, Gegner. Oh, da. Was ist das hier? Auf den haben wir gar keine Akku. Noch mehr? Nö. Lies den Tagebucheintrag, die Heimtücke nimmt zu. Dann hoffen wir mal, dass hier nichts so schnell spawnt, weil der wird ja bestimmt wieder vorlesen. Das Rätsel wird immer unergründlicher. Immer noch keine Spur von der verderbten Legion. Es müsste hier doch von ihnen wimmeln. Das ist mehr als nur erstaunlich. Ein echtes Rätsel. Und das Böse wird stärker. Ihre Gegenwart dringt in mein Bewusstsein vor. Ich spüre, wie ich mich langsam verliere. Ach, der Preis, den man für das jahrhundertelange Leben zahlen muss, ist ein grausamer Scherz der Ahnen. Oder vielleicht der von etwas noch Finstererem, Schrecklicherem. Die kalten Weiten des Weltraums stecken voller unbekannter Schrecken. Ich muss Antworten finden. Wo bleiben Aban und Ghazi? Ich werde die Suche nach Antworten hier fortsetzen, benötige aber dringend ihre Hilfe. Schnell! Ah, jetzt höre ich sie. Es gibt vieles zu besprechen. Wie er hört sie. Sprich mit Ghazi Lakmani. So, wo dürfen wir da hin? Ah, jetzt gehen wir hier zum... Wo müssen da ein Zeltlager? Das haben wir doch hier unten hingebaut. Da bin ich ja gleich mal gespannt, ob da wirklich ein Zeltlager steht. Weil das Zeltlager haben wir ja eindeutig vor den Eingang da hingebaut, ne? Dann ist das vielleicht nur ein Anzeigefehler. So, jetzt kommen wir gemütlich zum Schrein. Treten nochmal aus Versehen auf einen kleinen Skorpi. Naja, tut mir leid. So. Ach, hier steht automatisch so ein Zeltlager, oder? Zeigt er das deshalb an? Aber eigentlich haben wir ja hier bei unserem Marker, ne? Das knistert hier aber ganz schön, du. Ist hier was zu lesen? Ne. Aber der gibt uns bestimmt später auch noch eine Quest, ne? Gut, dann sind wir ja jetzt hier. Wo sind wir denn hier? Am Schnellreise-Sammelpunkt. Ne, wir sind beim Kavaliers, bei der Kavaliersrast. Da sind wir. Gut, und dann machen wir hier nämlich auch erstmal eine Rast und dann, wie immer, Spitze, bedanke mich, bis zum nächsten Mal, tschüss.